Ahoi, liebe Camper-Nation, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt-Camper. Wir sind unterwegs und jetzt kleiner Sprung zu unserem letzten Folge. Da waren wir unterwegs in Hessen. Genau. Da drüben ist Hessen noch, und zwar Rheinhessen. Also wir blicken mal in Richtung Hessen. Wir blicken zurück und jetzt blicken wir nach vorne. Wir sind in Rheinland-Pfalz, in einem wunderschönen Ort, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Bacharach heißt der so? Bacharach, genau. Genau, zur Not blenden wir euch das ein. Ja, wir verbringen jetzt hier mindestens einen wunderschönen Abend auf einem Stellplatz direkt in erster Reihe. In erster Zeigen Reihe. Wir euch nochmal auf einem Foto. Genau, richtig klasse. Und jetzt müssen wir zur Post, wir brauchen Briefumschläge. Genau, weil wir hier auch ordnungsgemäß bezahlen wollen, aber man soll das in einen Briefumschlag packen, also organisieren wir doch uns jetzt nochmal welche, die können wir uns auch mal weglegen. Genau, man braucht ja immer mal wieder Briefumschläge, habe ich so gelesen. Richtig. Ja, mal gucken, wie es dann wird hier. Hier direkt gegenüber ist ja auch die Rheinbahn. Güterzug kommt dann nämlich schon wieder. Also ich glaube, ich werde heute immer nur vorne sitzen und gucken. Hier gibt es viel zu gucken, weil wir haben jetzt schon sehr viel gesehen. Wo waren wir eben gerade nämlich noch? Wir waren ja in Hessen. Genau, am Flughafen und zwar Frankfurt. Genau, und da haben wir noch ein paar Bilder, die blenden wir jetzt ein in der Zeit, wo wir zur Post gehen. So machen wir das. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wie es so wird. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. Draußen ist schöne Ambientenbeleuchtung, könnte man sagen. Genau, wir blenden euch da mal ein paar Fotos ein. Genau, das hat den Stefan gerade gemacht. Und was soll man sagen? In dem Zeit, ich muss mal ganz kurz was anderes schauen. Schon wieder so ein langer Zug. Mann. Ja, hier komme ich nicht zu Gange hier. Ja, ja. Züge. Ja, wenn ihr jetzt mal so nach hinten guckt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da hängt eine Lampe raus. Ja, zur Not macht Stefan noch ein Foto. Ja, habt da auch ein bisschen was auseinandergeschraubt. Genau. Er ist mal so wieder voll am Basteln. Das heißt für mich, ich lese das Buch hier weiter. Jetzt sieht man das auch besser. Ja. Keine Schleichwerbung, ist nämlich geschenkt. Von ja, ja. Spiegelmauer. Genau. Also auch dann keine Werbung. Ja, wie gesagt, weil das ist ja hier ein bisschen sehr eng und dann funktioniert das so nicht. Deshalb habe ich mir gedacht, einfach ich lege mich hinten ins Bett, lese ein Buch und Stefan... Ich baue da einen Schalter ein und zwar bei der Küchenleuchte. Ich finde es immer noch bekloppt, dass diese Küchenleuchte immer mit angeht, wenn das Ambientenbeleuchtung an ist. Dafür haben sie ja geworben, Malibu, aber naja. Gut. Ja, und was halt bekloppt ist, dass das nicht bei Haus ist, weil hinten haben sie genau diese billigen Stecker hinten auch dran, ne? Und hier machen sie es nicht ran. Ja. Das wäre eins weiter gewesen. Man muss es nicht verstehen. Es ist halt Premium. Ich glaube, wir haben vom Premium halt einfach keine Ahnung. So, Stefan ist fertig. Schalter ist eingebaut. Sieht schon richtig toll aus, ist aber erst der Anfang von vielen. Ja. Wir haben noch einiges vor, haben auch gerade jetzt mal nach einem Spannungswandler geguckt. Wir haben ja einen, der hat aber keine echte Sinuskurve. Und, ja, für die elektronischen Geräte ist es besser mit einer echten Sinuskurve. Das hatten wir mit deinem Laptop mal, ne? Was hatten wir da für Probleme? Dann ging das nicht mehr, ach, das war so kompliziert. Nee, da wollen wir gucken. Aber der Platz unterm Sitz ist ja nicht viel. Ach ja, vielleicht haben wir einen, müssen wir mal schauen, so genau wissen wir es gerade nicht. Ja, jetzt heißt es Essen machen. Heute gibt es Hähnchen mit Erbsenmörchen und Nüdelchen. Oh, ich bin zu dunkel. Ich muss wieder näher ran, sonst seht ihr mich nicht. Und ja, das machen wir jetzt erstmal. Dann gibt es noch einen Schluck Wein. Oh ja. Und zwar von der A. Ja. Und ja, dann melden wir uns zum Essen wieder. Essen ist fertig. Ja, hast du sehr gut gemacht. Das weiß ich nicht, ich habe es noch nicht probiert. Ich auch nicht. Für mich Salat und ja, ansonsten Hähnchen, geschnetzeltes
Denn ich wollte schon essen, aber du hast gesagt, Kameran. Ja, wir müssen wenigstens uns noch einmal melden. Also, wir lassen es uns jetzt schmecken. So, und jetzt probier mal das. Ja, das geht alles. Weil wir müssen ja anstoßen. Zum Wohl. Zum Wohl. Dabei schwankt die Kamera. Junge, Junge, dabei habe ich noch nicht viel getrunken. Das sagst du. Die Kamera sagt was anderes. Nee, ich habe wirklich noch nicht viel getrunken. Ich habe zweimal genippt, mehr nicht. Und warum wackelt die Kamera dann so? Ja, weiß ich nicht. Ich habe heute einen Tatterich. Einen Newton. Guten. No mistake, ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. Guten Morgen aus Bacharach. Ja, wie gut, dass er es jetzt sagt. Ich hätte den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall habe ich sehr gut genächtigt hier. Ja, ich also an sich auch. Also klar, die Schiffe, die hat man gehört, die Eisenbahn ein bisschen. Naja, gut. Es sind Störgeräusche für dich. Es bist nicht gewohnt. Es hat auch nur noch das Flugzeug gewählt. Ja. Dann wären eigentlich alle Elemente da. Man muss auch dazu sagen, also die B9 ist direkt hier am Platz. Dann hinter ist dann die Bahnlinie. Gegenüber, hier ist dann der Rhein mit dem Schiffsverkehr. Da gegenüber ist die Bahnlinie, wo sehr viele Güterzüge fahren. Dafür muss man auch sagen, es ist natürlich traumhaft. Ne? Also wie steht man sonst so nah am Wasser? Also das ist schon echt schön. Also das gerade hier am Rhein hast du sehr, sehr selten Glück, überhaupt hier mal am Rhein stehen zu können. Ja. Das ist dem Wetter geschuldet. Ja, und es ist ja die Jahreszeit geschuldet, dass auch viele nicht unterwegs sind. Gut für uns, gut für euch, weil dann habt ihr ein paar Bilder zu sehen. Wir werden auch gleich nochmal einen Schwenk machen. Also Stefan wird den machen. Genau. Denn wir wollen jetzt weiter Richtung Lorelei. Richtig. Mal gucken, was wir da sehen können. Die ist auf der anderen Seite, die ist ja Hessen. Mhm. Das haben wir jetzt nicht. Ob das Hessen ist, weiß ich nicht. Kann sein, dass wieder die Grenze irgendwo vorher abgeht. Ich habe jetzt nicht kontrolliert. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall auf der anderen Rheinseite. Und ja, und dann schauen wir mal, wo wir übernachten die nächste Nacht. Das wissen wir nicht noch. Wir haben zwar einen Plan A, es könnte aber B, C, D auch noch werden. Wir wissen es noch nicht. Wir werden es einfach sehen und ihr werdet es jetzt auch irgendwann erfahren. Genau, du machst jetzt den Schwenk. Genau. Wir sind angekommen, wieder mal direkt an der B9 und zwar in St. Goa und wir erblicken schon die Lorelei. Deshalb haben wir uns da mal kurz hingestellt. Wir wollen ja nicht gar nicht so lange bleiben, weil wir haben ja noch ein Ziel. Plan A soll ja immer noch kommen und da muss man relativ früh mal sein, sonst hast du keine Chance, dann Platz zu kriegen. Ja. Ist auch wieder direkt am Rhein, richtig schön. Ja, dann könnte das, wir sind total überhaupt nicht vorbereitet, die Burg Katzein da oben? Ich glaube, das ist sie. Und ich hoffe es zumindest mal. Ja, das könnte man hier in der Gegend, könnte hier jede Burg, irgendeine Burg anders sein. Also wir wissen es nicht wirklich. Ich kann ja mal versuchen, das rauszufinden. Genau, er findet es raus und wir schauen, dann wackelt es so, aber ein bisschen sehr deutlich. Es ist die Burg Katz. Ui, wir hatten mal recht. Ui, ui, ui.
Okay, ab und zu kann man sich auf Schilder hier mal verlassen, die da so dran stehen. Ja. Ja, wir zeigen euch gleich einen Blick auf die Lorelei. Also zumindest nur einen kurzen Schwenk. Und dann werden wir fotografieren, weil so gut ist ja unsere Kamera nicht, dass wir das direkt sehen können. Genau. Und warum wir ein 6-Meter-Fahrzeug haben, das hat sich heute wieder gezeigt. Da zeigen wir euch jetzt auch mal ein Bild eingeblendet. Der passt nämlich genau drauf auf dem Parkplatz. Ideal. Also, da die Nico Spirit, da die Nico, was nee, ist das? Die Rhein-Symphonie. Ach, Rhein-Symphonie. Von Nico Cruises. Genau. Menschen, Kinder, Nico Cruises, ja, das kennen wir natürlich vom Schiffstester Matthias Mohr. Und wir haben mal gedacht, wir laufen doch direkt am Rhein mal lang. Genau, am Strand sozusagen. Genau, am Steinstrand. Schwimmen? Könnte ein bisschen kalt sein. Könnte sehr kalt sein. Das Problem ist, ich würde ja gerne rangehen, aber ich habe das Gefühl, dass bei meinem Glück falle ich dann wieder rein. Ja, ja. In den Rhein. Was für ein Rheinfall. Na los, Welle. Hier machen wir ein bisschen Welle da. Tja, die Schiffe machen keine Welle. Da musst du näher ran. Ich glaube, es ist ein bisschen zu frisch. Ey. Ein bisschen sehr frisch. Ja, aber wir genießen es jetzt hier noch ein bisschen. Und die Kreuzfahrt, die Flusskreuzfahrtschiffe sind auch nicht sehr voll. Also die Nico Vision war schon nicht sehr voll. Und die Rhein-Symphonie, also wenn man das mal so hochrechnet, okay, unten sind noch ein paar, aber wirklich viele sind halt nicht an Bord. Eigentlich jetzt auch die perfekte Zeit, solche Reisen zu machen. Könnte angenehm sein, ja. Musst du nur genesen, geimpft und alles andere auch sein. Ja, richtig schön. Wir genießen hier unsere Zeit in Rheinland-Pfalz am wunderschönen Rhein. Es ist, glaube ich, einer der schönsten Ecken überhaupt. Ihr habt es ja gesehen, wir haben ein paar Fahrszenen jetzt eingeblendet. Also schöner kann man es eigentlich nicht haben. Wir empfehlen euch das auch im Winter kann man das machen. Ja. Und ja, wir genießen das jetzt hier noch ein bisschen und dann geht es weiter Richtung Koblenz, aber über Koblenz hinaus. Da ist dann sogar mal die Sonne rausgekommen. Man glaubt es kaum. Und Plan A hat funktioniert. Und wir sind in Umitz am Rhein. Da wollten wir ja bereits im Mai letzten Jahr hin. Keine Chance, war alles voll. Da hatten wir Glück, dass wir nochmal ans Ahrtal konnten. War ja eigentlich gar nicht geplant gewesen. Ja. Wobei für Thorsten war es ja dann gut, ne? Weil dann hat er das Ahrtal nochmal so gesehen, wie wir es ja kennen und lieben gelernt haben. Und ja, was soll man sagen? 10 Euro wird der Platz kosten. Und wir haben gerade auch nochmal ein Bäumchen wechsellich gespielt, weil vor uns war auch ein Camper. Ja, der hat, wollte wohl in die erste Reihe nicht. Ja, der wollte nicht in die erste Reihe. Da machen wir das doch. Genau. Also, das nehmen wir doch an. Und er hat sich lustigerweise auf unseren Platz gestellt, wo wir uns hingestanden haben. Weil damit hätten wir auch einen schönen Blick hier auf den Rhein gehabt, den ihr ja da wieder seht. Ja. Ja, wir schwenken das gleich nochmal rum. Also, es ist schon schön. Hier so vorgelagerte Insel und so. Oder zumindest sieht es so aus. Naja, alles ein bisschen höheres Wasser, logischerweise. Oh, das ist aber nicht so das Problem hier. Ja. Also wir werden das jetzt hier wunderbar genießen. Essen ist ja alles schon total besorgt, müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Nee. Stefan wird nachher noch den ersten Teil drehen, also sprich schneiden. Ah ja, gedreht haben wir ja schon. Gedreht haben wir es, ja. Ja, schwierig, wenn du den jetzt auch immer drehen solltest. Oh je, nochmal alles zurück. Alles zurück. Nein, wir sind froh, dass wir hier sein können. Ja, wie gesagt, wenn Stefan mal so kurz dreht, ne, da sieht man da oben, man sieht ja so die Dings und sieht man nicht, wir haben ein kleines Auto. Man sieht das nicht. Aber da werden wir noch ein Foto machen. Damit ich wollte gerade sagen, wir blenden ein Foto ein. Genau. Ja, Patrick fährt auch gerade an uns vorbei. SpongeBob lässt grüßen. Naja, so, rein abwärts. Werden wir
Jetzt ist die Frage, es ist ja schon wieder um 12. Wir machen jetzt eine Brotzeit. Wir machen jetzt eine Brotzeit, genau. Guter Plan. So, Brotzeit haben wir hinter uns. War wie immer lecker. Und Kuchenzeit. Kuchenzeit, ja. Jetzt aber alles leer. Ja, Brot jetzt ist leer, Kuchen ist leer. Müssen wir, naja, Kuchen können wir jetzt schlecht nahe kaufen, weil den gibt es nur bei Bärbel. Bei ja. Bäckerin Bärbel. Bei BB. Bäcker Bärbel. Ja. Und wir kennen dann ja Bäckerin Bärbel. Ja, dementsprechend das gibt es nicht. Und naja, Brot werden wir mal schauen. Morgen geht's ja weiter. Wir wissen aber noch nicht wohin. Wir brauchen ja auch noch Aufschnitt, also von daher. Genau, das brauchen wir auch. Aber morgen ist eh, jetzt muss ich rechnen, morgen ist glaube ich der 30. Also ich stopp mal ganz kurz, weil hier kann man ein Schiff sehen. Wo viele mit ihrem... die St. Georg. Genau, wo viele mit ihrem Stift drauf gekritzelt haben. Stimmt. Ja, morgen ist ja schon der 30. Morgen machen wir nochmal den Großeinkauf für die anderen Tage. Weil am 31., wie gesagt, haben wir keine Lust und Samstag ist ja dann zu. Das wird dann für viele wieder einen Weltuntergang geben. Für uns Gott sei Dank nicht. Wir haben genug Platz. Wir können sogar ein bisschen tiefgekühltes Jahr nehmen. Funktioniert ja. Ohne Probleme. Nachts für mich habe ich die Lösung gefunden. Ich muss halt einfach mit Ohrenstöpsel schlafen. Es geht nicht anders. Da ich ja direkt am Kühlschrank schlafe, das ist mir doch zu laut. Naja gut, es ist brummt halt ein bisschen. Also mich stört es nicht so, aber... Das ist halt dann immer so unterschiedlich. Ja, aber wenn du jedes Mal wach wirst davon, dann hast du keinen erholsamen Schlaf. Das ist das Problem. Wenn das durchgehend brummen würde, wäre es auch nicht das Problem. Aber es tut es ja nicht. Er geht ja an und aus. Und das ist halt nicht so schön. Ja, so viel dazu. Und jetzt würde ich sagen, laufen wir noch ein bisschen hier lang. Mal gucken, ob wir durch Urmitz noch kommen. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall genießen wir hier wunderbar den Rhein. Don't try to cover up your way. What you've seen so far, there are better ways. Throw preconceptions down the drain. 'Cause this is your last chance. You should know. You should know. So, einen schönen Spaziergang haben wir am Rhein und durch Urmitz gemacht. Ist ein kleines, nettes Örtchen. Ja. Und Fleischerei, Bäckerei, Nachkauf, alles hier in der Nähe. Kann man also wunderbar zu Fuß alles erledigen. Ja. Ja, was wir natürlich gerade Schwierigkeiten gehabt haben, der Parkautomat, der funktioniert mal so, wurde da funktioniert, dann hat er wieder nicht funktioniert. Alles so ein Hin und Her. Das war aber nicht das Problem, denn ich habe bei Pay by Phone, Gott sei Dank habe ich diese App drauf und die haben noch zig andere Apps, also die machen das. Wir haben jetzt per App bezahlt, 29 Cent teurer als direkt am Automaten. Naja, gut, aber dafür ehrlich, ist das erledigt und fertig. Also. Genau, Pay by Phone will ja auch was verdienen, anscheinend 30 Cent verdienen die da. So, ich werde jetzt wieder mein Büchlein weiterlesen. Und ich muss wohl ein bisschen weiterarbeiten hier. Genau, er arbeitet wieder, ich lese, aber dann, wir sind hier sehr eng hier auf dem Raum. Das ja, wir optimieren halt unser Fahrzeug. Genau, man das, kann was nämlich vorher nicht ging, weil, was ihr euch vielleicht immer gewundert hat, bei Iris und Uwe im Prinzen kannst du nämlich das hier machen und dann rastet er so ein. Ja, jetzt bei der Ding jetzt nicht, aber auf eine Viertel. Und hier ist es nur immer entgegengesetzt. Und das ist total blöde, weil es rastet tatsächlich erst hier da ein. Und das wollen wir nicht haben. Wir möchten das gerne auch so, dass es immer im Viertelsegment einrastet, weil es ist doch schöner so zu essen. Und es ist nicht schön, wenn du andere, oh Gott, es wackelt. Das magst du nicht. Und das wird Stefan jetzt hier machen. Ja, mal gucken, ob ich es hinkriege. Na, das erwarte ich jetzt natürlich. Ja, ja. Du bist doch hier mein Profi. Und ich bin die Profi-Leserat. In diesem Sinne, Tschüssi, ich geh jetzt lesen. Ne? Tschüss. Essen ist gekocht. Nicht nur das hat er gemacht, er hat hier einiges mehr gemacht. Es ist endlich richtig verstellt. Das ja. Funktioniert also nicht nur diese... Also das ist jetzt die Viertelstellung. Mhm. So, ja. Aufpassen. Das ist die
Stellung, die es vorher war, nämlich die genau die gerade Position. Und dann gibt es noch eine weiter, aber... Die bauen wir ja nicht. Genau, ich wollte gerade sagen, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Genau, das wird schwierig, sonst fällt das schöne Bein runter, das haben wir nicht. Und wir haben das große Licht an, aber die beiden leuchten nicht. Jetzt leuchten sie. Das hat man nämlich haben wollen, dass wir sagen können, das wollen wir nicht. Wir werden es dann auch noch so machen, dass das da, das große Licht, auch noch geändert wird, dass nur dieses Ambiente da ist. Da kann sein, dass der Stefan morgen noch macht, das wissen wir noch nicht. Ja, wir wollen das ein bisschen umkonstruieren, denn die Ambientenbeleuchtung, es gibt einen Schalter für Ambientenbeleuchtung, die ist wirklich sehr schön. Allerdings muss ich auch sagen, die verbraucht auch enorm viel Strom. Also die liegt so irgendwie bei fast 4 Ampere und das finde ich ein bisschen heftig. Ja, und gerade weil es auch nicht wirklich Ambiente ist, weil du über diese Strahler noch dazu genau, hast, die du nicht brauchst. Und es reicht halt oben die rechten und linken Seiten und dann hast du da dementsprechend weniger. Wie viel werden wir dann sehen, das werden wir auf jeden Fall mal berichten. Ja, genau. Und Video hat auch geschnitten. Der erste Teil hat er mal mit einem neuen Programm versucht, ist damit noch nicht zufrieden. Vielleicht wird das noch, man muss sich immer an neue Programme gewöhnen. Und jetzt essen wir was, wünschen euch einen guten Hunger. Anstoßen tun wir ohne Kamera, damit er das einfacher hat. Ein bisschen leicht soll es er heute auch haben. Genau, also Mahlzeit. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es, keine Ahnung wie spät, weil meine Uhr ist glaube ich noch gar nicht aktiv und mein Handy ist auf der anderen Seite. Wir haben es kurz vor 9 und ja, wir haben richtig gut geschlafen hier. Stefan hat auch richtig gut geschlafen. Ja, es war sehr ruhig hier. Genau, also das kann man sagen. Man hat ein bisschen auch die Züge hier gehört, weil es ist ja gleich die Bahnstrecke und dann abends fahren dann doch die Güterzüge. Man hört immer so ein Brummen, dann weiß man genau, ah, ein Schiffchen fährt vorbei. Das kennen wir ja nun vom Mittellandkanal, da sind wir ja gewohnt, dieses Brummen, Brummen. Oder Elbe-Seitenkanal, da sind wir auch immer. Ja, nach vorne können wir gerade nichts zeigen, weil alles beschlagen, weil wir ja gerade gekocht haben, obwohl wir Fenster auf haben, aber da ist zu viel Wasserdampf, was wir hier haben. Scheint aber aktuell ein schöner Tag zu sein. Und ja, Kaffee ist, wie nennt sich das, gemahlen, Tee ist drinnen. Heute habe ich gedeckt, jetzt heißt es wieder, ich mache nichts. Doch hat ab. Auch geklappt. Was soll denn das heißen? Und was war frech, der Bengel. Aber so ist er. Ja, wir werden jetzt frühstücken, dann heißt es heute einkaufen und dann suchen wir uns einen weiteren Platz, bevor es für uns ins Ahrtal geht. Das aber erst dann in den nächsten Folgen. In diesem Sinne sagen wir jetzt erstmal einen guten Hunger. Guten Hunger. Alles aufgeräumt. Jo. Alles weggepackt. Wir sind startklar zum Einkaufen. Vorher werden wir noch entsorgen und werden einmal komplett alles auffüllen, also ablassen und auffüllen für die nächsten 3 Tage. Ja, wir lassen auch das Wasser ab, weil wir beim letzten Mal irgendwie so ein, weiß ich nicht, chlorhaltiges oder schwefelhaltiges, also es stinkt auf jeden Fall das Wasser, finde ich. Es stinkt, es hatte irgendwie Nachgeschmack beim letzten Mal, wo wir einen Tee getrunken haben. Ja. So komisch. Deshalb, das lassen wir jetzt ab. Ist ja auch nicht so schlimm, so viel Wasser, glaube ich, ist nicht mehr drin. Naja, Hälfte ungefähr. Hälfte ist voll vom Abwassertank, Hälfte ist voll. Ja, gut. Auf jeden Fall wissen wir, wenn wir heute laden, das reicht dann für 4 Tage mindestens bei uns. Das reicht aus, wunderbar, so brauchen wir es. Und wenn nicht, wenn wir am Sonntag nochmal Wasser bräuchten, könnten wir ja nochmal irgendwo aufladen. Das wäre nicht das Problem. Ich denke auch. Ja, wir fahren los und wir melden uns dann wahrscheinlich in einem neuen Video. Das heißt, das war's für dieses Video. Wir waren in Bacharach, wir waren in St. Goar bei der Lorelei und wir waren hier in Urmitz. Waren schöne Tage, waren richtig toll. Oh ja. Wir empfehlen euch auch nochmal die Strecke. Eigentlich müsstet ihr die alle schon gefahren haben. Und wenn nicht, fahrt mal unbedingt unten den Rhein lang an der B9. Ist die richtige Seite. Auf jeden Fall kann ich euch das empfehlen, in dieser Jahreszeit zu fahren, denn es ist wesentlich weniger los. Genau, also sonst es lohnt sich auf jeden Fall, auch im Winter mal die Gegend hier zu erkunden. Und wenn gerade Corona nicht ist, sind auch die Geschäfte offen und man kann das besser genießen. Genau. Das soll es gewesen sein mit unseren Unterwegs in Rheinland-Pfalz. Wir sehen uns dann schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Ah, ich muss meine Pullover runtermachen, sonst sieht die Nachbarin meinen Popo. Das wollen wir nicht. So, drehen wir jetzt alles nochmal, weil Stefan mich gerade vollgekackt hat. Ah, bäh, bäh, bäh. Ach, mein Gott, ja, da kommt man mal auf eine Taste und schon funktioniert diese blöde Kamera nicht. Dafür kann ich doch nix. Das wird so weitergemacht, wir werden hier nicht von vorne anfangen. Das wackelt. Ja, dann hör doch auf zu wackeln. Wieso hat es die ganze Zeit auch eben gerade gewackelt? Ja. Das musst du irgendwie hinkriegen. So, dann hoffe ich, dass die Nachbarin immer noch nicht meinen Popo sieht.
auf zu wackeln. Immer ganz normal. Das kriegt der nicht hin. Ich gucke jetzt immer noch, dass die Nachbarin mein Popo nicht sieht. Da kriegt er aber jetzt schon die mindestens 10. Sache. Hör auf zu wackeln, das wollen wir nicht.